So. It's locked from the other side. Was? Oh. Oh, natürlich, wir müssen ja rumlaufen, ne? So, hier kann ich dann gleich nochmal eine Kleinigkeit zeigen, was man bekommen würde, wenn man das Spiel einmal durchspielt. Hier ist nämlich noch ein Laden. Für Boutique, Shop, also für Kleidung. Wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, bekommt man einen Schlüssel. Da kann man da rein und Kostüme wechseln. Und hier haben wir die Uptown Map. Jetzt sehen wir hier alles. Blau leuchtende Punkte, es zeigt unser momentanes Ziel an. Sales Office. Oder ich glaube, es zeigt Safe Areas an. Ja, dann müsste das eigentlich auch... Nee, das S zeigt Safe Area an, okay. So, mit bestätigen kann man nochmal auszoomen. If Tanken Uptown Map. So. Wir hören ein paar Zombies ein bisschen rumknuspern. Lecker, lecker. Und hier oben befindet sich nochmal zweimal grünes Kraut. Welches wir A nicht so mitnehmen können. Sondern ich werde das jetzt einfach mal kombinieren und benutzen, denn wir haben ja zwei Hits kassiert. So. Das heilt, ich glaube 75% unseres Lebens wieder, wenn es kombiniert ist. Und wenn man es noch anders kombiniert, heilt es halt noch ein bisschen mehr. So, hier haben wir jetzt das Problem, dass wir zwei Zombies hier auf uns geil haben. Aber mit der Pumpgun natürlich kein Problem. Die verlieren einfach mal ruckzuck ihren Kopf. Können wir den untersuchen? Nö. Okay, da sagt Jill nichts zu. Würde ich auch nicht, ehrlich gesagt. So, es gibt einige Gegner, die ich auf jeden Fall nicht mitnehmen werde. Die normalen Zombies werde ich schon einfach umlatzen. Je nachdem, wie Munition steht. Momentan steht es ja ganz gut. Und wir hören hier schon... Oh. Peng, peng. Hier können wir auch so ein bisschen ausnutzen lassen, denn das ist Brad, der da gerade auf die Zombies schießt. Und wir können es tatsächlich ein bisschen ausnutzen, dass der so... Oh. Dass der die Zombies für uns schon mal ein bisschen schwächt, sag ich mal. Und die dann selber... Nein, oh. Okay, habe ich auch noch Munition drin? Einen Schuss habe ich noch. Ach komm. Ja, der schwächt die halt so ein bisschen. Und wir gehen jetzt in die Bar. Arr. So. Und... Oh Gott, Brad, nein! Ich muss dich retten. So. Ich bin immer heldenhaft. Normalerweise reicht es immer komplett aus. Also, dass der den knapp killt. Aber ich bin jetzt einfach mal ruhig. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. So, da bin ich wieder. Und kleine Trivia, im Japanischen heißt das Spiel tatsächlich nicht Resident Evil 3 Nemesis, sondern Biohazard 3 The Last Escape. Deswegen stand am Anfang auch immer schön, ne, das ist meine letzte Flucht, bla bla. Und hier haben wir Clock Tower Postcard, a picture postcard of a clock tower. Mensch. The following explanation is printed on the backside, a landmark spot, St. Michael Clock Tower. Ja, okay. Kann sich jetzt jeder selber ausdenken. Zudem sollte man gemerkt haben, dass ich in Cutscenes, also so animierte, nicht nur hier das, was eben war, werde ich die Sprache, die sie, also das, was sie sagen, übersetzen. Und hier haben wir schon den das Feuerzeug. Dafür haben wir jetzt sozusagen das Leichteuil geholt, um den benutzen zu können. Denn den werden wir gleich brauchen. Ich sollte die Shotgun ablegen, denn ich habe dafür keine Munition mehr. Und rüste lieber meine treue Pischel aus. Ich glaube, das ist eine... Ah, okay. So kann ich auch ziehen mit Start, okay. Kann man auch checken. Das ist eine M92F Custom Handgun made for STARS. It used 9mm Parabellum Rounds. Also solche. Da ist jetzt, glaube ich, eine...
nach einem Benelli M3S. An easy to carry sort of shotgun. It used 12 gut word shot chance. Das hier ist, glaube ich, M4A1, Assault Rifle. The gun is set in auto mode. It uses 5,956mm NATO rounds. So. Das sind so die Waffen, mit denen wir uns noch, ich sag mal, rumschlagen werden. Jetzt habe ich gerade voll die Orientierung verloren. Habe ich nicht, ich weiß genau, wo es lang geht. Das war voll gelogen. Ich glaube, das ist der Typ, den die Viecher angeknabbert haben. Und ich warte bewusst, wenn sie wackeln, mit dem Schießen, denn wenn ich dann schieße, kippen sie um abbrechen. X, okay. So, jetzt haben wir auch wieder Platz. Ein Zombie verbraucht, wie man gesehen hat, in der Regel 6 Schuss. Man kann es noch irgendwie, ich sag mal, anders machen. Ein paar Tricks und sowas. Und dazu sei noch angemerkt, ich werde mich wohl hin und wieder mal verlaufen. So wie hier. Links rum. Aber ich könnte... Ach, ich werde hier sowieso bestimmt noch mal vorbeikommen. Dann kann ich die andere Tür auch aufmachen. Weil die ist ja von der anderen Seite verschlossen gewesen. Ist sozusagen eine Abkürzung. Die wir im Moment noch nicht benötigen. Ach, okay. Da vorne haben wir mehrere Zombies. Und wir starten... Ah, start das Auto, ey, verdammt. Und hier haben wir ein explosives Fass. Ich glaube, wir schießen da drauf und töten uns selbst. Nein. Okay, wir triggern die. Wie triggern wir die denn? Untersuchen. Ah, tatsächlich. Und laufen dann ein bisschen weiter weg. Nicht so weit. Und ziehen dann da schon mal hin. Warten, bis die ein bisschen näher kommen. Und drücken einfach mal ab. So. Damit haben wir 4 von 6 ausgeschaltet. Und um die anderen beiden werden wir uns manuell drum kümmern müssen. Die armen Frauen, Mann. Okay. Warum lebst du noch? So, ich glaube... Oh, ein Schuss hat nur noch. So, blutet der da hinten? Der blutet, okay. So, hier haben wir rotes Kraut zweimal. Werde ich beides mal mitnehmen, denn darunter befindet sich noch etwas, was ich noch zeigen möchte. Und zwar... Foto A. The policemen are pressing forward. It's dated September 27. Ich ging eigentlich immer davon aus, dass das Spiel am 29. stattfindet, also an meinem Geburtstag. Aber dem ist nicht so. Finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, aber gut. Ist zwar auch nicht mein Geburtsjahr, aber okay. So, und als Resident Evil Prinzip, wir müssen die Items benutzen und nicht den Gegenstand anreden. So, das Feuerzeug wird nicht weggeworfen, denn es kann sein, dass wir den noch brauchen. Das Feuerzeug. So, und Brad meint auch irgendwie voll aufgeregt, er wird uns holen. Oh, scheiße, Hundis. Autsch. Gut, die habe ich ganz vergessen. Ich dachte, die kam ja später. Ich muss gleich mal kurz die andere Pumpgun rausholen. Ich werde die Heilsachen übrigens einfach mal hier reintun. Just for the lols. Also, außer das Ding. Ich wechsle kurz die Pistole gegen die Schröte. Die Shotgun. Und dich packe ich auch erstmal weg, denn dich brauche ich ehrlich gesagt noch nicht mehr. Aber wir haben gesehen, hier vorne haben wir noch Gunpowder. Geil. So, ich ziele auf jeden Fall zu einer bestimmten Kombination hin, wie man sich vielleicht denken kann. Nämlich zu C. Und dafür brauchen wir halt noch ein paar Mal... Brauchen wir noch ein paar Mal die B. Ne? Was? Ja, okay. Oh, ich muss mal ganz kurz lesen, Moment.
So, Gesundheit, danke. Okay. Die Hunde sollten wir unbedingt loswerden. Denn diese Stelle hier ist... Oh, ist später auf jeden Fall ziemlich wichtig. Ernsthaft, ein Schuss. Das habe ich immer ewig gebraucht. Ich hätte speichern sollen. Aber das können wir gleich auch noch tun. Denke ich. So, das spielt übrigens auch so kleine Features, wie zum Beispiel Active Time Events. Also nicht Active, sondern... entscheide dich schnell davon. Jetzt lockt für Simple. Ah, verdammt, da komme ich noch nicht vorbei. Das merken wir uns einfach mal. Denn Jill ist geübt in Schlösser knacken. Und hier haben wir den Eingang zum RPD Office. Und ich weiß, dass hier irgendwo noch Munition rumlag. Ich weiß nicht mehr genau wo. Das RPD. Das Polizei Office. Hier wird gleich eine Cutscene starten. Badass Motherfucker Nemesis. Okay, hier haben wir jetzt die Möglichkeit. Wir können gegen ihn kämpfen, was uns nichts bringt. Oder wir können abhauen und haben somit einen kleineren Umweg. Aber ganz ehrlich. Lauf, Chill! So. Warum wir einen Umweg haben? Wir hätten jetzt bei Brads Leiche noch ein Item mitnehmen können. Oh. Klopf, klopf. Wenn wir jetzt versuchen rauszugehen. It's too dangerous to open the door. Take this with you. So, Nemesis ist anscheinend nicht schlau genug, eine Tür zu öffnen. Nein, natürlich nicht. Das hier ist eine Safe Area. Hier liegt übrigens Pistol Money, die ich gerne mitnehmen möchte. Danke. 60 Schuss, wow. Man findet auch, glaube ich, viel mehr als sonst. Und it's the police station map. Yay. Hat zwei Stockwerke. You've taken the police station map. So, hier sollte man, glaube ich, noch normalerweise Ingrim finden. Und hier haben wir... This terminal controls the security system. I could operate it if I had a STARS card. Ja, das Item hätten wir uns von Brad holen können. Während des Kampfes oder nach dem Kampf. Wir können Nemesis da umkloppen. Aber ganz ehrlich... Der wird noch öfters auf den Plan treten. Und vor allem immer an unmöglichen Stellen. Da ist es mir doch schon wert, diesen Umweg hier zu gehen. Wow. Wow, das war echt schlecht geschossen. Das war gut geschossen. Kipp mal um. Immer einer nach der Reihe, ja? Danke. Ich glaube, ich lasse die eigentlich auch für die Schröte viel zu nah rankommen. Someone has made quite a mess in here. Diese Szene kennt man auch aus Resident Evil 2, wo man mit Leon spielt. Und diesen Typen hier killen muss. Und hier haben wir... It's RPD Officer Marvin Brannick. He's been fatally wounded by zombies. He appears to be holding something in his hand. Marvin's report. September 24th. There are reports of a theft in the... municipal building before dawn. A jewel decorated clock at the main gate was damaged. Two of the 12 gems that are installed on the face of the clocks are missing. Due to the lack of available officers this time, I have no choice but to suspend the research of this case. Ja, das... Hier ist irgendwo noch eine Kombination drin. Glaube ich. Doch nicht. Dann war das erst später. In irgendeinem Report steht auf jeden Fall noch eine Kombination für etwas drin. Wobei ich im Prinzip ein bisschen schummeln könnte, denn ich habe das Originalspiel hier von meinem Onkel und der hat sich die Codes, die wir brauchen, aufgeschrieben. Und ja, werde ich aber nicht machen. Denn das wäre Cheetor. Hier haben wir auf jeden Fall einer dieser Edelsteine, die wir brauchen. Denn
wie im Report stand, wurde die Uhr beschädigt. Und wir können das damit reparieren. Hier, yeah, it's starting with a number based lock. Die Kombination habe ich sozusagen schon parat, eigentlich. Aber ganz ehrlich, ist mir so Latte. Ich hole mir die Kombination lieber normal. So, und ihr wisst nicht, wie lange ich an diesem Weg hier gesessen habe. Also, eine Methode, dieses verdammte Starscard zu finden. Ma! Stirbt! Wow. Ich mag es nicht, angeknabbert zu werden. Verpiss dich. So, diese Szene sollten wir uns merken. Die Stelle hier. Beziehungsweise bei der. Bei dieser Gegend bin ich immer ein bisschen nervös. Ihr werdet auch bald merken, warum. Aber jetzt ist halt noch nicht die Zeit dafür. So, wir haben 70 fucking Schuss mit dem Teil. Und den Gem brauchen wir momentan noch nicht, deswegen nehme ich den gerade ab. Und wir haben zu viele Schuss mit dem, mit der Pistole. Das meine ich eben. Munition ist auf easy zwar kein Problem, aber die Heilsachen sind dann schon eher. Hier haben wir ein Fotozeug, das. Da können wir später oder nach einmal durchspielen mal was machen. Da kann man so Fotos entwickeln lassen. Oder ich weiß nicht, ob man die hier auch findet. Auf jeden Fall könnte man da halt ein paar Fotos machen. Entwickeln lassen. Das sind nur so verschiedene, wie zum Beispiel von Claire aus Resi 2, Chris Schwester, also. Und so weiter. Obwohl, das könnten wir uns rein theoretisch auch so holen. Da weiß ich, wo ich dafür gucken muss. Aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf, denn ich werde sagen, wenn wir da sind. Das ist, glaube ich, das Beste. So, gleich, weder gleich oder später wird hier eine Stelle etwas kommen, bei der ich mich immer frage, wie ich das denn jetzt genau mache. Ich glaube, ich mache das echt einfach mit der Assault Rifle. Die Frage ist, wo? Hier ist der Gang ziemlich eng. Ich bin mir jetzt auch ziemlich unsicher, wann das passiert, deswegen rüste ich das Teil einfach aus. Aber es passiert noch nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile bemerkt hat, wofür ich die M4 benutzen will. Ich werde es auch nicht verraten, wenn man es nicht weiß. Wow. Jetzt sag mir nicht, die sind tot. Oh, die sind tot. So, hier ist ein Rätsel mit Leon. Also Resi 2. Aber hier ist für uns nur nix. Ach ne, da war es auch bei Leon. Dahinter befindet sich nämlich Pistol Muni eigentlich. Also für Leon, für uns nicht. Anscheinend. Ich liebe diese Geräuschkulisse. It's locked, you need the stars key. Oh nein. Wo kriege ich denn den her? Verdammt. A solid barricade has been set up here. Wo kriege ich denn den stars key her? Wo kriege ich den nur her? Ich glaube, dafür brauche ich. Brauchte ich dafür das Feuerzeug? Oder war das Leon, der das, brauchte? Bin ich gerade unsicher. Ich werde es gleich einfach mal mitnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Szene jetzt gleich kommen wird, weil ich das getriggert habe. Mir geht an einigen Stellen echt die Düse, weil ich weiß, dass da mein Erzfeind kommt, von dem ich damals wochenlang Albträume hatte. Und ich glaube, ich liege sogar richtig mit der Vermutung. Nee, liege ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay, dann müssen wir erst da hoch. Ah, stimmt, wir müssen mit der Starskin. Mit der Stars. Nee. Ah, okay. Okay, ich weiß, wie es jetzt getriggert wird. Okay. Vergesst es. Auf jeden Fall, speziell vor dieser Szene hatte ich